War eigentlich wirklich nicht schlecht. Hat wieder ein lila Sektor gefahren im letzten. Also ich fahre nicht gut. Wenn ich wirklich keinen extra Boxenstopp machen muss. Oh, meine Hände ist schon. Bin ich gespannt. Meine. Oh nein. Oh nein. Der doofe erste Sektor. Ja, der ist echt dumm. Regen ist allgemein dumm. Also es regnet jetzt schon ein bisschen leichter, sieht man ja, aber. Ich habe nichts gesagt, ich fahre doch nicht so schnell. Aber hier, Mann, sind alle hinter 5 mir. Sekunden gekostet. Die sind alle hinter mir, da sind so viele einfach. Also wir werden auf jeden Fall... Die vorderen Plätze sind so weit weg. Das ist unglaublich. Also Mercedes und Ferrari, da wird keiner mehr von uns rankommen. Die werden Platz 1 bis 4 sein. Außer es kommt ein Safety Car. Ja, aber das wäre jetzt richtig gut. Das kommt definitiv nicht. Durch was? Können wir da rausfliegen? Mann, wir hatten so lange kein richtiges Safety Car. Ja. Das wäre richtig. Das wäre wirklich gut, aber wir hatten halt lang keins mehr, das stimmt schon, aber ich glaube nicht, dass eins kommt. Es wäre mal wieder Zeit und es wäre gut, aber ich glaube, da müssen wir selber rausfliegen, damit eins kommt. Dann, wenn man es braucht, ey, dann kommt's nicht. Ja, brauchen. Es kommt natürlich, wenn man es braucht. Ja, nee, eigentlich noch nicht mehr da. Also. So eine große Scheiße. Wie viel Zentimeter? Also, wir verlieren zu allem wieder. Enorm. Ja, das stimmt. Wie viel da bist du gerade? Sechster. Ich habe ihn gerade überholt. Das war richtig knapp. War noch keiner in der Box, ne? Nee, nee. Also, wer ist Fünfter? Magnussen. Er fährt voll gut in letzter Zeit irgendwie. Weiß auch nicht. Das Ding ist. Lila Sektor. Platz 4 ist gerade über die Stadt Ziel gefahren. Und ich bin davon noch ungefähr 10 Sekunden entfernt. Von Stadt Ziel. Locker. Das geht ja noch. Ja, ich glaube niemals. Aber das ist ja nur Platz 4. Und da ist nochmal ein riesen Abstand zu Platz 3. Echt? Ich fahre jetzt über Stadt Ziel. Okay, Abstand zum Nee, da ist locker mehr, da ist locker mehr. Ich sehe gerade 8 Sekunden auf Magnussen auf Platz 5. Also ungefähr 16, 18 Sekunden mindestens auf Platz 4. Oh, stimmt, der eine Ferrari ist echt voll abgeschlagen, aber die anderen drei sind richtig nah aneinander. Scheiße bauen, ja. Die müssen mal Scheiße bauen. Okay, es regnet auf jeden Fall nicht mehr. Oder sehr, sehr wenig. Es ist halt nur noch nass. Definitiv. Das, weißt du, was jetzt richtig scheiße wäre? Wenn die keinen extra Boxenstopp machen müssten, weil die... Boah, das wäre richtig scheiße. Wie schnell fährst du? Nicht schnell. Ich kann gerade nicht, ich bin in dieser hässlichen Kurve, wo uns das schon mal rausgedreht hat. Meine schnellste war 1,50. Alter, ich fahre 2 Sekunden schneller als deine schnellste. Ich sag ja, ich fahre nicht gut. Aber es hat auf jeden Fall aufgehört, es regnet gar nicht gedreht. Mehr. Oh Mann, ey. Es regnet wirklich gar nicht mehr. Das ist natürlich jetzt scheiße, dass du dich gedreht hast. Scheiß erster Sektor, ganz ehrlich. Ja, der ist echt hässlich. Ich hatte so, das. Hier kann man auch schnell fahren und zack gedreht. Instant. Okay, ich habe einen lila Sektor gehabt. Es wird. 13 Sekunden hat das gekostet. Es wird trocken. Oh nee, oh, bitte nicht. Bitte sparen Sie sich jetzt keinen Boxenstopp. Das wäre richtig dumm. Es regnet nicht und es wird trockener. Wieso, Mann? Diese scheiß Anzeige hat doch fast gesagt, dass ganz bis kurz vor Schluss. Ja, er sagt's mir gerade. Lächerlich. Oh. Er hat mir gerade gesagt, die Strecke trocknet ab. Sag Bescheid, wenn du Trockenreifen willst.
Er hat mich sogar noch gefragt, Alter. So eine Scheiße, ey. Und jetzt bin ich auch 1,48,4 gefahren. Deine war, glaube ich, auch 1,48, ne? Ja, 1,48,1. Ja, wobei für mich da die Chance eher besteht, aufzuholen, als im Regen. Weil ich halt, ich fahre gar nicht so schlecht, aber im Regen bin ich halt echt kacke. Also ich fahre... Boah, Hülkenberg, mach die bitte kaputt. Bitte, 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 einmal kurz beten. Ja, ich bete. Nee. Die sind schon vorbei. Locker easy. Boah, aber Runde, warte, Runde 11 bis irgendwas 13. Oder war das Runde 13? Oh, scheiße. 13 wurde in der Strategie angezeigt und 13 bis 17 steht drin. Also das wird nichts. Ich würde natürlich jetzt noch nicht auf Trockenreifen wechseln, definitiv nicht. Nee, nee. Aber ja, in 1-2 Runden kann man das vielleicht schon mal machen. Gehe ich auch leider von aus. Aber wie gesagt, für mich ist es halt realistischer, auf trockener Strecke besser zu überholen, als anders irgendwie. Aber trotzdem wäre es für dich auch nicht schlimm, noch 2 Runden oder so. Ja, ja, das nicht, eben. Das, also und dass ich dann auch noch genau, eine bessere Chance. Das wäre das Perfekte halt. Meine Reifen sind noch okay. Meine Reifen sind noch okay für die paar Runden noch. Also wir könnten gerne von mir aus. Wetterbericht. Okay, mein Funk ist absolut gestört. Ich habe eigentlich fast nichts verstanden, was er gesagt hat. Aber irgendwas mit 10 Minuten abklingen, hat er gesagt. Okay. Ich kann auch nochmal fragen gleich. Bitte, bitte, bitte. Muss doch. Wetterbericht. Okay, er sagt mir auch, 10 Minuten wird's abklingen. Ich soll noch gut draußen bleiben ein bisschen. Hat er tatsächlich gesagt. Und die Intermediates sind gerade noch am besten. Lol, ich überrunde gerade Hülkenberg. Oder müsste ihn jetzt überrunden und schafft es aber nicht so ganz, weil er natürlich im ersten Sektor gerade vor mir ist. Diese Drecksau. Ja, ich dachte, er wäre komplett raus. Nee, nee, der ist nur absolut langsam gefahren, keine Ahnung, Reifenplatz oder irgendwie sowas. Ja, das kann natürlich sein. Ja, wie gesagt, man kann darauf hoffen, das wäre natürlich das Optimum, wenn ich noch ein bisschen draußen bleibe auf Intermediates, aber die Leute schon wechseln und danach auf Trockenreifen alle wechseln. So langsam verbraucht sich das RS sogar ziemlich gut, ja. Ne? Das heißt... Ja, der lässt mich nicht vorbei. Das würde heißen, dass ich sogar richtig gute Chancen habe. Da jeder von uns hätte normalerweise jetzt schon eine Strafe bekommen. Jetzt hat er mich vorbeigelassen. Also er sagt mir, jetzt geht's in die Box. Diese Runde müsste ich gehen. Theoretisch. Oh, das wäre so. Ich fahre jetzt natürlich nicht. Stopp machen. Wenn alle einen Boxenstopp machen würden, wäre es echt Premium. Weil ich würde mir einen sparen und du würdest genauso viele machen wie die. Ja, plus halt nur, dass ich ein bisschen... Also natürlich, dass ich ganz hinten war. Und dass ich meinen Flügel reparieren musste und dass ich mich noch ein paar Mal gedreht habe. So ein Scheiß. Und das hat echt viele Sekunden gekostet, also es hat bestimmt eine halbe Sekunde meine ganzen Dreh insgesamt. Eine halbe Minute. Aber ich fahre auch echt nicht schlecht. Also ich glaube, ich bin der schnellste gerade auf der Strecke. Okay, mir hat er auch gerade gesagt, dass ich Bescheid sagen soll, wenn ich trockengreifen will. Ich hoffe nur, dass das nicht so bleibt jetzt, ne? Weil irgendwann muss ich natürlich an die Box. Zu lang darf ich jetzt nicht warten. Ah, das ist eine spannende Situation gerade. Oh, mal wieder ein Taktikrennen. Bestimmt fliegt einer jetzt raus. Das wird jetzt bitte interessant. Nicht. Also mein schlimmster Reifen hat 40%. Ey. Komm diese Runde an die Box und denk
14 Sekunden noch weg von Platz 15. Okay, zwei sind in der Box, ein Mercedes, okay, ein Vettel. Ja, das sehe ich auch gerade. Wie du genau dasselbe wieder sagen. Wir sind einfach so krass. Ah, scheiße. Boah, das ist... Die beiden Rennen machen mich fertig. Und ja, das ist so anstrengend. Das ist tatsächlich... Dinge, diesmal ist es auch für mich richtig anstrengend. Also theoretisch kann ich ja bis 17 auf jeden Fall draußen bleiben. Auf jeden Fall. Bitte gebt... Bitte geht jetzt nochmal ein paar an die Box und dann DRS freigeben. Warte mal. Okay, irgendwas von kein Regen. Intermediates sind noch die schnellsten Reifen. Das wäre so praktisch, wenn jetzt noch ein paar an die Box gehen. Fast alle. Wir dann ein paar überholen dadurch. Welcher Platz bist immer du noch gerade? Sechster. Du hast den nicht? Nee, aber ich bin auf jeden Fall da rangekommen. Rangekommen. Boah, das sieht gerade gut aus. Und wenn dann alle nochmal auf Trockenreifen wechseln, das wäre mega. Vor allem, wenn auf Trockenreifen gewechselt wird, dann machen die Bots ja immer Scheiße, ne? Dann gehen die vielleicht auch im Team beide an die Box. Dass die warten müssen oder so. Und dann ist echt nochmal gut was drin. Für dich ein paar Punkte, für mich ein paar Punkte. Ich bin gerade Platz 14. Oh, das ist aber auch schon ganz okay. Dafür, dass du ein paar Mal letzter warst. Wetterbericht. War durchgehend hier gerade lila Sektoren wieder. Ja, momentan kein Regen, das sehe ich auch. Ich hoffe, dass auch keiner mehr kommt. Das ist so die Sache. Okay, es sind wieder zwei in der Box. Ein anderer Mercedes und ein anderer Ferrari. Und Magnussen ist auch in der Box. Ich müsste eigentlich alle überholen. Ja. Nee, nicht ganz. Doch nicht ganz. Nur Magnussen. Oh shit. Da bin ich ein bisschen in Bottas reingefahren, ein bisschen am Frontflügel, aber ist nicht schlimm. Vierter Platz bin ich. Die müssen natürlich jetzt nicht mehr an die Box, außer wir wechseln auf Trockenreifen. Das ist jetzt die Hoffnung. Ansonsten, ja, ist es halt scheiße. Weil ich muss nochmal an die Box. Und die halt nicht mehr. Trockenreifen, wenn wir auf Trockenreifen alle wechseln, das wäre jetzt das Optimum. Und dann kann ich noch gut aufholen und muss nicht extra an die Box. Lol, er hat mir auch gerade gesagt, dass ich auch an die Box gehen soll jetzt diese Runde. Wetterbericht. Ja, absolut lächerlich. Wetterbericht. Boah, ich bin gerade 11. und drei Autos sind vor mir. Mann, der sagt mir immer dasselbe. Ja, passt schon, ist okay. Kacke. Also langsam wären Trockenreifen ganz geil, weil ich glaube, es war wirklich bis jetzt so, müsste eigentlich jeder in der Box gewesen sein. Ja. Ich habe jetzt natürlich... Und die Punkte sind vor leichten mir. Frontflügelschaden. Boah, eine halbe Sekunde schon wieder schneller, die Strecke wird immer Meine besser. Die Reifen sind halt jetzt auch schon bei 45%. Komm, bitte aktivier doch jetzt mal DRS, Alter. Safe fahre ich an der Box vorbei und er aktiviert es dann, Alter. Natürlich. Ich weiß auch gar nicht, was für Reifen man nehmen muss. Ja, dann wahrscheinlich gelb. Die Reifensituation ist interessant, aber ich glaube, dass Gedanken drüber gemacht. Alter, ist der behindert. Der hilft mir gar nicht. Er hat gerade gesagt, die Reifensituation ist sehr interessant, aber er denkt, wir bleiben bei den aktuellen. Ja, das würde ich auch noch sagen. Ja, interessant ist es aber. Oh ja, er sagt mir auch gerade, dass die Reifen interessant sind. Klar, es ist interessant, das hilft mir aber nicht. Es ist, ehrlich gesagt, zu interessant. Ja. Was gibt's denn hier für Reifen eigentlich? Alter, so viele Autos, die so viele Punkte gerade vor mir, können gleich Platz 7 schon sein. Oh, das war gerade knapp. Holy shit. Oh, was tut das Auto da neben mir? Will er mich verarschen? Ob er gegen den Red Bull gewinnen kann? Wollte gerade mich einfach überholen? Seins. Ich
battle mich gerade mit Bottas, verliere natürlich aber dadurch Abstand zu Raikön. Entweder man wechselt auf Rot oder auf Gelb. Beides möglich. Rot müsste eigentlich auch halten, ne? Für eigentlich 10 schon Runden. Jetzt. 10 Runden müsste eigentlich klappen, würde ich sagen. Okay. Flügelschaden reparieren machen wir auch. Dann haben wir schon mal eingestellt, was ich hier vorhab. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie. Fahr nicht zu schnell. Yes, Platz 9. Ich will mich wieder an der Box haben, aber ich will nicht. Ich will auch an die Box kommen, aber ich will auch nicht. Also ich muss auch Wetterbericht. Nicht. War richtig gut. Ja, es verbraucht sich jetzt richtig krass. Also es müsste doch das jetzt stimmt. Umswitchen, ey. Das kann nicht sein. Das war natürlich scheiße jetzt. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 20,1 Sekunden. Jetzt hat Bottas mich wieder. Ich rutsch mit meinen Intermediates natürlich jetzt. Ey, switch doch bitte mal. So ein Abfuck. Wie viel Prozent hast du auf deinen Reifen? Kann ich gerade nicht nachgucken. Bei dem ersten Sektor. Kein Stress. Bottas sieht jetzt von mir davon. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ab wie viel platzen die ungefähr? Gleich Platz 7. Ich würde mal sagen, so 70-80%. Oh, dann geht das schon noch klar. Ist natürlich nicht mehr angenehm, aber ja. Im ersten Sektor ist es gut. Angeblich. Benzin hast du. Mein Benzin ist wieder richtig abfuck gerade. Nur noch bei plus 0,09. Ich habe irgendwie plus 0,3 oder so. Krass, wie unterschiedlich wir offensichtlich fahren. Dass wir so unterschiedlichen Reifenverschleiß und Verbrauch haben. Ich kann nochmal nachgucken. Ja, 0,32. Und ich fahre die ganze Zeit auf Standard. Ich habe 50% hinten, 30% vorne. Was hast du? 50% hinten, 30% vorne. Hier. Oh scheiße. Scheiße. Oh nein. Same hier, Alter. Was machst du? Alonso hat mir Platz gemacht zum Überholen. Ist dann zurückgefahren auf die Linie und ja, gelber Frontflügel vorne links. Ja, habe ich auch. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich müsste jetzt langsamer fahren, weil ich fahre richtig schlecht. Bottas hat ja auch Intermediates, ich komme nicht ran. Er zieht von mir weg. Pro Runde 0,5 bis 1 Sekunde. Oh, das ist schlecht. Ich würde jetzt echt kann ich dir keinen Rat geben. Ich weiß nicht, wie man auf... Wetterbericht. Das Wetter sieht gut aus. Ich weiß nicht, wie sehr man auf Rot rutschen würde. Er sagt halt immer, die Intermediates sind noch die besseren. Ich würde sagen, auch erst ab DRS aktiviert, ungefähr auf jeden Fall. Ja. Also. Okay, jetzt sagt er mir gerade, er weiß nicht, ob Trockenreifen oder Intermediates besser sind. Ganz ehrlich, es sieht gerade. Plötzlich richtig trocken aus. Ich glaube, jetzt wäre so. Ja, jetzt bin ich gerade an der Box vorbei. Ja, dann würde ich nächste Runde, glaube ich, wechseln, weil es ist richtig trocken. Komm, bitte aktiviere DRS, dann weiß ich safe, dass ich nichts Falsches mache. Ich habe schon mal rote Reifen eingeschaltet bei mir. Schon vor 4 Runden oder so. Mann, ich brauche die paar Runden noch auf dem anderen Reifen. Das ist das Problem. Wenn wir.
Wenn wir jetzt, oh, das habe ich jetzt richtig gut gemacht, sonst wäre ich jetzt rausgeflogen. Das merk auch schon, wie meine Ja, das ist bei mir auf jeden Fall so, aber ich bin halt Platz 5 mit Trockenreifen. Wenn wir wirklich auf Trocken fahren, könnte ich halt nochmal richtig aufholen. Ach komm, ich fahre einfach in die Box, egal was jetzt ist. Boxenstopp. Bete für dich. Aber eigentlich, also ganz ehrlich, es fühlt sich richtig an. Ich würde es auch jetzt so machen. Ja, was machst du denn? Nächste Runde oder was? Nee, ich hab noch genug Puffer, dass ich noch warte. Aber ich hab hinten halt 60%. Ja, ich hab hinten ein paar 50. Boxenstopp. Deswegen, also nächste oder übernächste muss ich eigentlich auch in die Box. Ich verliere halt ultra Abstand auf Bottas. Das ist das Nervige. Das bringt mir im Endeffekt. Der ist aktiviert! Yes! Ich gehe aber. Oh, du hast alles gemacht. Ich gehe. Hallo, ich gehe doch! Ja, als ob du jetzt auch gehst. Ich gehe jetzt auch. Sag mir bitte, dass die noch eine auf Intermediate gefahren sind. Ja, sind sie. Ja, okay, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben abgewartet, getimed. Und jetzt fahren wir. Und alle sind jetzt noch eine Runde auf Intermediates, die vor mir waren. Bottas, Hamilton, Vettel, Raikön, alle nochmal auf Intermediates. Ich gehe auf Rot. Frontflügel habe ich halt nochmal gewechselt. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Aber ist scheißegal. Okay, Leute, das hat jetzt gut funktioniert. Ich hätte es nicht erwartet, aber es hat gut funktioniert. Ganz knapp, ganz gut. Oh shit. Okay, ich bin jetzt aus der Boxengasse raus. Ich hoffe, die nehmen dich an. Ja, ich fahre gerade rein. Und meine roten Reifen stehen parat. Das ist gut. Okay, sie stehen nicht parat. Die standen standen parat, als ich reingefahren bin, hat das Bild aktualisiert und es war nicht mehr da. Nice. Und jetzt muss ich warten, weil ganz viele an mir vorbeifahren. 11 Sekunden. Ja, okay, ja, aber ich habe auch gebraucht. Im Frontflügel halt. Hätte aber locker auch 8 Sekunden oder so bei mir dauern können. Okay, viel Glück jetzt nochmal. Krass, 6. und 7. sind wir. Oh, du bist 6 hinter mir? Nice. Okay, dann richtig, ja, aber vom Platz her. Die müssen noch an die Box, die was vor uns sind. Also wir sind auf jeden Fall nah an denen dran, nicht vor denen wahrscheinlich. Oh Leute, nochmal alle Daumen. Wir haben halt nur noch 7 Runden, das habe ich gemeint. Auch wenn wir jetzt wechseln. Wir wechseln halt sehr, sehr knapp. Okay, die fahren schon an die Box. Oh, das ist so ein Hamilton Rennen. Und Raikön sind an der Box. Ja, da kommen wir nicht so schnell ran. Ein bisschen nah rankommen, ja. Vor allem Magnussen, den soll ich sogar überholen. Okay, die sind jetzt alle an der Box. Die halten sich hoffentlich auch noch gegenseitig auf. So ein bisschen. Komm. Jedes Rennen ist hier irgendwie krass in letzter Zeit. Ich hab noch ein bisschen Fett, ganz, ganz wenig. Also Platz 5 und Platz 6 ist das Minimum, was ich ja, habe. Ja, Minimum locker, Junge. Stall los. Du musst mir gleich mal deinen Abstand zu dem Platz vor dir sagen, wenn du Magnus überholt hast. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 25,6 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichen. Ja, er sagt 25 Sekunden. Ich sehe ihn direkt vor mir. Oh, echt? Ja, nicht direkt, aber ich sehe ihn auf jeden Fall. Eine Kurve immer vor mir. Ja, den packst du. Spotters. Fahrer vor mir. Ich habe angeblich zu Magnussen 31 Sekunden. Okay, 4 Sekunden. Okay. Ja, den holst du. Ich weiß nur nicht, wo die anderen sind. Ich habe jetzt auch keine Zeit, auf die Karte zu gucken. Bottas? Ja. Bottas ist Platz 4, interessant. Hoffentlich gleich nicht mehr. Das stimmt. Ich fahre halt auf Trocken deutlich besser als auf irgendwelchen Regenreifen. Ich hoffe, dass es auch hier in Japan der Fall ist. Japan ist nicht so meine Lieblingsstrecke.
Meine auch nicht, aber ich bin erstaunlich gut gefahren. Ich bin ja eigentlich immer irgendwie Leader-Sektor, selbst mit Regen und so. Ich bin von ganz hinten eigentlich immer schneller gefahren als die Spitze. Ich habe also immer eigentlich irgendwie was aufgeholt, aber habe mich halt auch mehrere Male gedreht und dadurch hat alles gebrochen. Ja, ich eigentlich nicht. Ich hatte nicht so viel Lila-Sektoren. Eigentlich so gut wie keine. Bottas hat jetzt Rotkin überholt, der hier auch noch mit drin ist. Das ist natürlich, Stroll ist es. Das ist natürlich unpraktisch, jetzt hier im ersten Sektor hinter Stroll zu fahren. Fahrer vor mir. 8 Sekunden ist Magnus vor mir. Alter, 8,7 Sekunden habe ich mich verbessert. Junge. Krass. Aber Bottas zieht schon ordentlich an. Ist gar nicht so geil. Aber du hattest gerade auch noch die Runde, also eigentlich bist du schneller. Eigentlich als schon. Aber er ist auf jeden Fall auch schnell genug. Schneller als er bin ich vielleicht, aber er ist auf jeden Fall nicht scheiße. Ist immer noch ungefähr 3-4 Sekunden von mir entfernt. Ist natürlich ziemlich hart. Mann, ich war gerade so gut eigentlich. Ferrari und Mercedes, die anderen beiden sind direkt hintereinander. Vettel und Hamilton, richtig knapp beieinander. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie laden. Wenn die sich jetzt beide noch rauscrashen würden, das wäre ein Highlight. Das wäre absolut ein Highlight. Bottas hat eine schnellste Runde, ja. Der ist auf jeden Fall gut. Und ich habe keine, ich bin gerade auch drüber gefahren. Abstand ist immer noch bei 4,4 Sekunden, der hat sogar aufgeholt. Sehe ich gerade. Okay, ich muss nochmal richtig reinhasseln. Ich gebe jetzt nochmal alles die letzten 4 Runden hier. Ich glaube, ich hau gleich auch nochmal eine richtig heftige Zeit raus. Ich riskiere jetzt natürlich ein bisschen was. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 28,4 Sekunden. Oh, was? Als ob. Ich Junge, müsste so schnell fahren wie du, so Alter. Warum fahre ich so scheiße? Was ist da los? Ah, hallo Magnussen. Oh, hier ist Rotkin. Bottas ist gar nicht mehr hier, der ist weg. Ich dachte, ich komme näher ran, auf einmal ist das Rotkin, Alter. Wen willst du hier verarschen? Bottas ist da hinten, oh mein Gott. Was macht der? Der hackt doch. Okay, ich glaube, das wird nichts mehr. Gebe natürlich alles. Wie gesagt, ich riskiere jetzt ein bisschen. Aber das ist ja heftig. Hätte ich niemals gedacht. Ich bin gleich Platz 6. Ich bin doch nicht gleich. Ich bin tot. Nein! Scheiße! Scheiße! Nein! Oh! Nicht dein Ernst! Oh mein Gott, fuck! Alter. Nein. Was ist jetzt los? Was war? Raus beschleunigen aus der Kurve. Ich war auf dem Randstein. Oh. Was soll das gehen, Alter? War gerade richtig schnell unterwegs und dann. Oh, ich wollte gut rauskommen. Er macht keinen Platz. Auf der Geraden dann Magnussen zu überholen. Was? Oh, jetzt kriegst du gar keine Punkte. Und ich schaff's auch nicht weiter vor. Fuck, egal. Den Schluss, den seht ihr bei Mike auf dem Channel. Könnt ihr beim i überschauen. Vielleicht passiert ja noch was, ich weiß es nicht. Oh, ist das ärgerlich. Egal. 4 Rennen kommen danach noch. Es ist selbst dann noch theoretisch alles drin. Wobei wir, glaube ich, Schützenhilfe brauchen ab dann. Also, ja doch. Zumindest, wenn wir die Fahrermeisterschaft gewinnen wollen. Ach, naja, egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss. Ciao. Boah, ist das mies. Oh, das ist so kacke. Etwa
Oh man, so unnötig. Oh man, nee, die Wiese sind nicht gedreht. Mann. Oh. Das Rennen ist eigentlich, ich meine, klar, ein Safety Car wäre noch viel geiler gewesen als das jetzt mit dem Regen dann am Ende. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, zum Glück. Aber es hätte noch. Also, boah, und dann am Anfang. Ich reg mich so auf. Ich meine. LOL. LOL. Du hast bei mir vorne Intermediates drauf und hinten rot. Wahrscheinlich fahre ich deswegen so langsam. Ohne Scheiß. Guck mal bei dir nach. Also kann man das überhaupt selbst sehen bei dir? Hey, du hast bei mir vorne grün und hinten rot. Nice. Meine Box auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. What the fuck? Das hab ich ja noch nie gesehen. Das ist ein cooles Thumbnail, Alter. Ja, Mann. Das hab ich auch noch nie gesehen. Wie viele Runden haben wir noch? Ah, so gut wie nichts mehr. Ey, das wird unmöglich. Es kann nicht sein. Vielleicht wirst du disqualifiziert wegen ungedingste Reifenmischung. Aha. Keine Ahnung. Ganz bestimmt. Also ich bin so durcheinander gekommen, dass ich direkt danach an die Box fahren wollte, dass sie einfach... Ja, mir einfach... What the fuck. Und dann dachte ich so, oh, Jan kommt gleich an die Box, die vorderen Reifen wechseln wir nicht. Haben keine Zeit für. Wir geben lieber Jan die. Ja. Ich habe 5,4 Sekunden. Ich verliere einfach Zeit zu ihm. Ein Wunder, wenn du mit solchen Reifen fährst. Ich riskiere jetzt alles, ne? Ohne Spaß. Ich fahre so krass jetzt in die Kurven rein, wie ein Irrer. So bin ich noch nie gefahren jetzt, das ganze Rennen über. So heftig wie gar. Also nicht, weil ich gut fahre heftig, sondern so... Einfach komplett egal, einfach reinballern. Wenn ich rausfliege, naja, okay, wenn ich... Und ich knack halt nicht mal deine Zeit, ne? Das ist so lächerlich. Ich bin aber auch echt gut gefahren. Also, das ist halt so traurig. Am Anfang, also ich hab's zweimal oder so, habe ich mich selber gedreht, da habe ich es nur ein bisschen verkackt. Aber das ist ja, wäre im Endeffekt nicht schlimm gewesen, wäre das halt mit meinem Frontflügel am Anfang nicht passiert. Ich wurde halt da rausgekickt, nur weil ich halt einen überholen lassen musste. Ansonsten wäre der ganze Scheiß ja gar nicht passiert. Wäre ich vorne einfach weg oder wäre ich als Dritter oder so. Klar, ich wurde überholt, wäre ich aber als Dritter, hätte ich die vielleicht irgendwann wieder weiter überholt, weil war ja auch auf Regenreifen gut unterwegs dann. Intermediates und dann wäre der ganze Scheiß nicht passiert. Du mit der Taktik wärst nach vorne gekommen, ich hätte die vielleicht auch vorne ein bisschen aufgehalten und dann hätten wir Erster, Zweiter werden können oder ich Erster, du Dritter oder Vierter oder... Oh, nein. Ja, vielleicht passiert das Wunder wie letztes Jahr in 2017er F1. Da habe ich auch vor der Startziel, da oben in der Links-Rechts-Kurve vor der Startziel, habe ich damals jemanden überholt und war dadurch entweder Zweiter oder Erster oder sowas. Auf das Wunder hätte ich nochmal Bock. Damit ich halt Vierter bin und Bottas ein paar Punkte klau. Aber das wird so schwierig, dieses Wunder zu erzeugen, zu erreichen, zu erzwingen. Ich sehe ihn da vorne, aber ich komme nicht ran, ne. Es geht nicht. Siehst du das? Wie knapp ich jetzt scheitern werde. Ja, ich sehe es leider. Eine gute, gut nochmal eine Runde oder so. Oder wenn ich ERS und Fett hätte, ich fahre auf gar nichts. Fast kein ERS, fast kein Benzin. In der Kurve, die du gerade gemacht hast, bin ich rausgeflogen. Ah. Das ist so ärgerlich. Hamilton hat gewonnen, auch noch Hamilton. Jetzt überholt er mich wieder, dieser Kacker. Nee, wobei ich glaube nicht. Für mich ist es gut, dass Hamilton.
Und guck mal, Bottas, Alter, du kleiner Drecksack, warum bist du so gut gefahren? Naja, fünfter Platz. Dafür, dass ich auf 11 gestartet bin. Okay. Errungenschaft freigeschaltet, zielstrebig. Ja, hab ich was? Auch. Ich bin einfach rausgeflogen, zielstrebig, absolut zielstrebig. Ja, ja. Es ist okay. Oh. Es ist okay, es waren. Das für mich, scheiße, ja, für mich meine ich jetzt. Meine Leistung war okay. Dafür, dass es. Meine Leistung war richtig gut. Verdammt, ey. Ich bin fast durchgehend ja, schneller gefahren als die Spitze. Du bist echt gut gefahren. Ich bin halt nie so krass gefahren wie du. Nie. Bei Regen Neu. Nicht. Bei Regen nicht. Bei Trocken nicht. Bin ich nie so gut gefahren wie du. Aber man muss schon sagen, ich bin als Elfter gestartet. Fünfter Platz dafür, dass es so hässlich geregnet hat und mit der Taktik noch ein bisschen hin und her. Es ist okay. Es ist okay. Geht natürlich besser, ist natürlich nicht geil. Aber es ist okay. 10 Punkte mitgenommen, nicht ganz ab vom Schuss. Du hättest auf jeden Fall auch Sechster sein können, hättest auch nochmal 8 Punkte geholt. Ja. Ja. Die 8 Punkte wären so relativ wichtig gewesen. Jetzt 32 Punkte Abstand. Nicht mehr in direkter Reichweite, aber wir haben noch 4 Rennen, also es ist noch alles drin. Konstrukteurrangliste mit 57 Punkten ist ein bisschen. Ja, also es ist, da ist auch noch alles drin. Ich glaube, wir haben es sogar da auch noch. In der eigenen Hand haben wir es bei der Konstrukteurrangliste auf jeden Fall nicht, aber bei der Fahrerrangliste habe ich es auf jeden Fall noch in eigener Hand. Also man kann sagen, es ist das spannendste. Die spannendsten Endrennen, die man sich vorstellen kann. Also wir. Ja. Also wir müssen eigentlich immer erster Zeit haben. Naja, nicht unbedingt. Also je nachdem, was die anderen machen. Es kommt, also es ist. Ja, es ja, wird sehr ja, interessant. Also Leute. Rein theoretisch, wenn man nicht davon ausgeht, dass die anderen ausscheiden. Ja, naja, so. Muss ja nicht ausscheiden sein. Es kann sein, dass sie ja irgendwie verkacken. Man weiß es nicht. Wir gucken uns das an. Es wird auf jeden Fall spannend, definitiv. Und wir sind mit Platz 4, 5 in der Rangliste ja eigentlich ganz gut dabei. Hamilton natürlich jetzt sehr nah an mich angekommen, 2 Punkte hinter mir. Naja. 2 Rennen habe ich ja gestern? In der letzten Folge schon gesagt. 2 Rennen kann es halt nicht gut gehen. Ja. Naja, machst du nix. Danke fürs Zuschauen. Hau rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.